Und jetzt zeige ich dir, wie du so eine Tabelle einfügen kannst. Eine Möglichkeit, die habe ich schon euch gezeigt, das ist mit diesem Tool da. Problem ist, ich habe hier nur 10 mal 8 zur Verfügung. Wenn die größer sein sollten, gehe ich auf Tabelle einfügen, gehe dann da auf die Spaltenzahlen, die ich da erhöhen kann, und die Zeilenauswahl und kann dann auf Enter klicken und die wird mir da direkt dann eingefügt.